Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon A New Beginning. Es regnet stark, es regnet vermutlich noch den ganzen Tag, aber davon lassen wir uns nicht abhalten, denn ich möchte jetzt mich direkt auf den Weg zu Rebecca machen. Schenke noch ein bisschen was und dann können wir dann direkt zum Geschäftlichen und ich kaufe ihr dann hoffentlich 30 Mal Eisen ab. Gucken wir mal, wie weit ich damit komme. Erstmal bekommt sie noch ein bisschen was. Ich glaube, das bringt gar nichts, wenn ich sie viel beschenke. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir Iroh im Moment beschenken, dass sie uns was gibt. Aber so ein bisschen die Freundschaft mit den anderen warm halten, ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Alles klar, Rebecca. Was gibt es Schönes? Gibt es neue Blueprints? Ich glaube nicht. Nee. Würde mich auch sehr wundern. Setz mich mal ganz kurz ein bisschen anders hin. Wie immer, man kennt es ja schon von mir. So, okay. Materialien hätte ich gerne. Was haben wir denn hier? Eisen. Wir brauchen 30 Stück. Kann ich mir leisten. Kaufen wir. Sehr gut. Das ging einfach. Wir haben sogar noch relativ viel Geld übrig. Ich guck mal gleich, ob wir noch irgendwelche anderen guten Blueprints uns holen könnten. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Barn brauchen später. Ach komm, ich kauf's einfach für das Geld. Und hier noch alles schnell. Und eine Vase für innen. Ja, warum nicht? Wir haben das Geld. So, jetzt sind wir aber langsam knapp bei Kasse. Alles klar. Gut. Dann fangen wir mal an mit Basteln, würde ich sagen. Man darf gespannt sein, wie sich das auswirkt. Ich muss es vermutlich auch erstmal dann irgendwie verteilen. Ich werde dann jetzt erstmal bauen und dann werde ich alles versetzen und dann mal gucken, ob dann Hill irgendwas sagt. Oder ob ich erstmal schlafen gehen muss, bis was passiert. Oder ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Wir fangen einfach an. So, Blueprint. Streetlight. 10 Stück. Sehr gut. Alles klar, so. Und jetzt editieren wir mal. So, als erstes nehmen wir mal hier ein paar Bänke in die Hand. Alles Kalärchen. Kann ich hier vorne vom Laden so eine schöne Bank einsetzen? Das finde ich eigentlich total schick. Ist das so? Ich weiß nicht, ich finde das schick. Vielleicht ist sogar eins näher ran? Nee, eins näher ran geht nicht. Aber so finde ich das eigentlich ganz nett. Warum nicht? Dann würde ich gerne noch auf diesen Platz hier eine draufsetzen. Ich weiß nicht. Ich hab die, glaube ich, so ein bisschen komisch. So. Weiß nicht. Ist das okay? Ganz so nice sieht's nicht aus, ne? Hier an kann ich es auch nicht hinsetzen, ne? Der hat. Vor allem ja diese Bäume, diese Büsche, die brauchen total viel Platz drumherum. Was ich total komisch finde. So, dann mache ich hier halt. So. Okay. Dann setze ich hier noch eine Lampe daneben. Aber anfangen ist schwer. Ne, du bist keine Lampe. Yeah. Wenn es ein bisschen hell ist. Lampen muss ich besonders viele hinsetzen, ne? Hier reinsetzen kann ich aber nichts, ne? Schade. Aber hier, bei Rebecca neben das Haus, dass es hier ein bisschen heller ist. Vielleicht sogar. Ja, das Haus von Rebecca werde ich eh noch anders hinsetzen. Aber hier so, dass es nicht ganz im Dunkeln ist. Hier noch bei Tina eine davor setzen. Sehr schön. Ich will das eher jetzt noch irgendwann noch ummodeln. Ich mag das aber hier so. Also das ist die Ecke hier, da kann ich mir vorstellen, dass ich sie sogar so lasse. Cool wäre es, wenn ich hier noch eine hinsetzen könnte. Aber nein. Vielleicht steckt neben die Bank? Nee, ist nicht erlaubt. Dann schaue ich mal, dass ich hier möglichst einen. Ja, in die Ecke eine hinsetze. Möglichst hier noch. Genau. Hier unten, das ist für mich so ein bisschen die Hauptecke. Ich muss auch noch mal gucken, dass ich hier die Wege verbinde irgendwie. Hier wird auch noch was passieren, auf jeden Fall. Definitiv. Aber das bleibt erstmal noch dunkel. Wie viel habe ich denn noch? 4 Stück muss ich noch hinsetzen irgendwo. Gut, hier oben, noch, wo Dunhill und Iroh sind. Gehen wir auch noch ein bisschen Licht ins Dunkle. Da, 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 da. Vielleicht noch hier vorne noch so eine hin.
Ach Gottchen, ich werde Stunden brauchen, um das hier alles noch schön zu gestalten. Das ist ja schlimmer als bei Animal Crossing. So, und hier oben haben wir noch diesen riesigen Platz. Könnte ich aber direkt was draufsetzen? Nein. Aber in den Ecken von dem Platz setze ich mal auch noch was hin. Hier und hier. Okay. Und dann hier noch so ein paar lustige kleine fröhliche Büsche. Da, 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 da. So, hier so finde ich das schon ganz nice. Das gefällt mir. Ich muss irgendwas reinsetzen. Da setze ich mal hier noch so ein kleines Büschchen hin. Das wird ein bisschen verloren da jetzt, aber egal. Ist okay. Ich weiß nicht, wir können da hier noch irgendwie noch hier unten in die Ecke noch so ein Busch hier was setzen. Da haben wir noch zwei. Ich weiß gerade noch nicht genau, wohin damit, aber ich werde das alles später noch schön setzen. Das ist gerade erstmal mehr so... Ah, wir haben auch eine Bank, die wir setzen müssen, sehe ich gerade. Alles gerade so ein bisschen noch mussmäßig. Wir können ja auch, wenn wir ganz cool sind, über davon die noch hinsetzen. So. So. Ist jetzt noch nicht so schön. Vielleicht sogar, dass man sich vielleicht so ein Stück gegenüber sitzen kann. So. Na, ein bisschen näher darf es schon sein. Und noch ein bisschen näher. Das ist zu nah. So. Da spricht wieder mal der Profi aus mir. So. Die kleine Sitzecke. Ist nicht wunderschön, aber besser als nichts für den Anfang. Es ist jedenfalls ganz okay. Machen wir das Licht hier dahinter. Könnte man vielleicht auch zentral hier draufsetzen. Das ist jetzt so ein bisschen oben in die Ecke geknietscht. Das tut mir gerade ein bisschen leid, aber das muss ich halt noch später ein bisschen umgestalten. Aber ich bin so ganz zufrieden erstmal. Dann gehen wir zurück ins Studio. Jetzt müssten wir ja alles gesetzt haben. Oder? Haben wir das jetzt fertig? Baltoberry ist 5, 10. Ich glaube, wir haben das jetzt gemacht, oder? Ich gehe jetzt mal schlafen. Und gucke, ob jetzt irgendwas passiert. Vielleicht sagt dann Dunhill so, jo, sehr gut. Oder ich muss zu Dunhill gehen und ihn ansprechen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Ah, okay, ich muss einfach schlafen gehen. Ha. Hallo Yume, bist du schon wach? Sehr gut, da trinke ich vor Freude gleich mal ganz kurz einen Schluck. So. Okay. Es sieht so aus, als ob du deine Wiederherstellungs-, deine Restaurationsarbeiten abgeschlossen hättest. Oh, das ist echt bemerkenswert. Du beeindruckst mich von Zeit zu Zeit immer mehr. Oder beeindruckst mich immer mehr. Komm, Taurus Vision, sein for you. Okay. I must say a bit more than the last one you made, but I know you can do it. You take the assignment. Ja. Was hat er jetzt vor? Was will er machen? Oh, you will splendid. You are hope of our town. Please do your very best. Here's the new you. Ja, Tatsache. Gib uns jetzt einfach die nächsten Aufgaben. Er hat uns halt gefragt, ob wir weitermachen wollen und wir so natürlich. Gut, jetzt bekommen wir direkt neue Aufgaben von ihm reingeklopft. Na toll. Dann schauen wir mal. Ich dachte, dass wir wenigstens noch eine kurze Zeit haben, aber nein, nein, er macht direkt weiter. Gut, wir haben jetzt direkt neue Aufgaben bekommen, was wir tun sollen. Hier. Oh, ich glaube, die roten, die haben wir schon gemacht, oder? I want to order car festivals. The context is the cone order and need you to... Have a edit cow. Okay, wir haben ja eine erwachsene Kuh haben wir ja schon. Deswegen haben wir Punkt 5 schon abgeschlossen. Und was ist Punkt 1? Ah, okay. Punkt 1 ist, dass wir Tina in die Stadt bringen. Dass wir das Zeitungshaus bauen. Alles klar. Punkt 2. Ein Salon. Also ein Friseur möchte er gerne haben. Like to spruce the town. Could you plant some, ein paar Büsche? Statt 10 Büsche pflanzen. Und irgendwas mit Honig? Okay, wir sollen 10 mal Honig versenden.
Honig versenden, einen Friseur bauen. Und das andere habe ich schon wieder vergessen. Was war das andere nochmal? Büsche pflanzen. Genau. Was haben wir denn jetzt hier? Advice on Shipping Crops. Request from Promotion Committee. So much. Feed right. Okay. Was? There's a shortage of feed right now. This poses a real problem. Okay, wartet mal ganz kurz. Aber ich hab, glaube ich. Ich glaube, ich kann jetzt gerade eh nichts machen, oder? Weizen habe ich ja momentan eh nicht im Angebot. Also kann ich momentan keinen Weizen ohnehin verschicken. Ist aber interessant. Also anscheinend werde ich jetzt ganz schön belohnt mit Grapes. Also mit, wie heißt das nochmal? Grapes. Diese kleinen Dinger mit Kern drin. Weintrauben. Anscheinend bekomme ich Weintrauben, wenn ich Weizen verschicke, geschenkt. Aber ich habe ja nichts. Also ich habe keinen Weizen angebaut. Upsie Daisy. Naja, was soll's. Das nächste Mal dann, schätze ich. Okay, dann gieße ich nochmal alles. Und dann werden wir uns langsam mal um den Rest kümmern. Also ein paar Büsche soll ich pflanzen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwie Büsche, ob ich da irgendwas da habe. Also irgendwelche Baupläne dafür, wie ich da Büsche anpflanze. Wir gucken einfach gleich mal. Ich gieße erstmal alles und kümmere mich um die Tiere. Eins nach dem anderen natürlich. Aber gut. Ich denke mal, wir können jetzt auch bei Rebecca eine Anleitung dafür bauen, wie wir einen Friseurshop bauen. Eine Anleitung kaufen, wie wir einen Friseurshop bauen. Dann werden wir dann in absehbarer Zeit einen Friseur auch noch bekommen. Und dann kann ich ja meine Styles ändern. Aber ich glaube, ich lasse meine Haare so, wie sie sind. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Eine Boutique, das finde ich eigentlich mal ziemlich schick. Das würde mir eher gut gefallen. Aber nun gut, wir gucken einfach mal. Ups, jetzt mache ich den hier wieder. La 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 la. La la la. Tomaten werden gleich geerntet, keine Sorge. Aber ich werde sie behalten. Ich weiß, ich sollte sie vielleicht auch verkaufen, aber damit kann ich dann vielleicht irgendwelche tollen Sachen kochen. Ich weiß es nicht. So, immer her damit. Immer her damit. So, sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Hühnern, dann zu den Kühen und dann kümmern wir uns um den Rest. Also wie fast immer so eigentlich. Alles klar, komm schön her, liebe Eier. Und zack. Knuddle ich euch beiden auch nochmal kurz. Dann gibt es für jeden noch ein Leckerchen und dann sind wir auch schon durch. Geht doch ganz schnell. Vielleicht hat der Nils seinen Laden noch offen. Dann kann ich noch ein paar, ja, Kuhleckerlis kaufen. Vielleicht gibt es auch, da ich jetzt Town Restoration Punkt 1, also die Dorfwiederherstellung Punkt 1 abgeschlossen habe, vielleicht bekomme ich auch neue Tiere angeboten. Das kann ja sein. Wobei, dann wird ich bestimmt Post kriegen da diesbezüglich, oder? Mal gucken. Bisher ist es noch sehr rar, was neu ist. Hallo Toni, na? Hier klopft jemand. Warum klopft denn hier 10 Uhr abends jemand? Komisch. Naja. So. Wow, wo sind alle? Bis auf Hannah ist hier niemand. Ach du liebes Lieschen, was ist denn hier los? Keiner ist im Dorf. Ach Gott, da gucken wir mal, wo die alle hin sind. Hallo? Hier ist nur Tina? Sonst auch niemand. Krass. Junge, wo sind die alle? Aha. Nehmen wir noch ganz viel mit. Mit. Hier, Eisfisch. Na gut. Und jetzt Bounce. Was gibt's hier Schönes? Oh, Unkraut. Das ist ja ganz toll. Behalten wir natürlich, weil wir jeden Mist behalten. Und hui. Das ist fast wie bei der Gummibärenbande. Okay, Tina, hallo. Na? Suchst du nach neuen Stories? Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Ich wollte gerade sagen, so, oh, da ist noch jemand. Das war ich selbst.
Also auf der Map habe ich meinen eigenen Kopf gesehen quasi. Auf der kleinen Karte unten. Rechts meine ich damit. So, okay. Dann werden die alle vielleicht in den Bergen sein oder im Wald. Man weiß es nicht so genau. Wir gucken einfach und hoffen das Beste. Hallo? Hallo? Ich würde gerne Iroha wenigstens was schenken. Dass wir vielleicht bald unsere Sachen weiter verbessern können. Beziehungsweise wenigstens neue Baupläne bekommen für besseres Werkzeug. Weil gutes Werkzeug ist das A und O. Besonders gute Gießkannen. Ich liebe gute Gießkannen bei Harvest Moon spielen. Und Story of Seasons natürlich auch. Dann sieht sie gerade noch sehr karg aus. Ich nehme mal diese tolle Kämpfer-Zikade mit. Hallo Rebecca. Da bekommst du erstmal noch was geschenkt. Ich glaube, es bringt absolut nichts, wenn ich dir das schenke. Aber ich schenke es dir trotzdem. Bitteschön. So. Was gibt's hier? Unkraut. Ein bisschen Holz. Na gut. Kann man mal mitmachen. Oh. Ganz viele Blümchen. Oh, da wird sich Neil freuen. Ich denke mal, Neil wird jetzt auch seinen Laden offen haben. Unten. Weil er vorhin zu starr war. Immer wenn er seinen Laden öffnet, ist er vormittags nicht in der Stadt. Dann muss er gleich mal noch ein paar Leckereien für die Kühe gucken. Oder für die Hühner. Für die Kühe, glaube ich. Ich schaue nochmal nach, was ich dann eher brauche. Und da ist auch schon Iroha. Der schenke ich gleich auf jeden Fall was. So. Ich nehme trotzdem natürlich alles mit, was ich kriegen kann. Hier verkaufen. Und vielleicht bekomme ich noch ein paar Insektensammlermedaillen oder so etwas. Worauf ich jetzt persönlich nicht so viel Wert lege. Aber warum nicht, wenn man einmal dabei ist. So, du kommst auch noch mit. Du Frühlingszikade. Oh, zweimal Kupfer. Huiuiuiui. Aber ich glaube, wir brauchen eh kein Kupfer mehr. So. Alter, was ich alles einsammle. Ne? Ich bin wie so eine Mülltonne einfach. Okay. Oh, hier liegt aber viel. Huiuiuiui. Was sagst du dazu, Iroha? Schmetterling. Na komm. Ah, oh, meine Tasche ist voll. Das macht mich unglücklich. Na gut. Dann verschenke ich noch ein bisschen Bauholz. Für dich. Oh, das mag ich. Ich weiß, dass du das magst. Komm, nehmen wir auch noch mit. Nee, ist kein Platz. Aber hier, die Pflaume können wir mitnehmen. Yes! Pflaumen! Okay, da werde ich wohl ganz dringend mal wieder etwas beim Inventar aufräumen müssen. Aber okay. Oh, und Neil ist da. Sehr schön. Ich glaube, an Tieren hat er nichts Neues. Hi. Ah, hallo. Neil ist Tiere hier. Okay, was willst du kaufen? Ich überlege, ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen Tiermedizin kaufen, theoretisch. Ach, stimmt, meine Taschen sind ja voll. Es wäre sinnvoll, weil irgendwann, wenn mein Tier krank wird, muss ich nicht warten, bis er irgendwann mal seinen Laden zufällig auf hat. Dann habe ich dann gleich was schon daheim. Soll ich eventuell tun? Was gibt's denn? Ah, immer noch nur Cow und Chicken. Nichts Besonderes. Schade. Okay, ich werde vielleicht auch mal zum Tier-Sanctuary gehen, dass die Tiere etwas schneller glücklich werden. Habe ich dann in letzter Zeit nicht gemacht. Ja, gucken wir mal. Erstmal kaufe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen Tiermedizin. So, den schon ein bisschen was verkauft habe. Eisfische. Bringt gut Geld. So. Alles weg, weg, weg. Das sind alles noch Platz weg hier. So. Was gibt's hier noch? Schauen wir mal. Lip Eier können weg. Poison Mushroom. Coral Mushroom. Okay. Okay, das reicht erstmal. Gut, dann kaufen wir jetzt noch ein bisschen Tiermedizin. Wie gesagt, ich denke, das wird eine gute Idee sein. Ich möchte nicht, dass meine Tiere krank werden und ich dann nichts zu Hause da habe. Das wäre schon ziemlich katastrophal. Warte mal, hat zufälligerweise Rebecca heute offen? Ich glaube nicht, oder? Wann hat sie denn nochmal offen? Ja, am Dienstag wieder, also übermorgen. Mist. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir bei ihr weitermachen können. So, hallo Neil. Ich möchte gerne Tiermedizin kaufen. Oh, gleich mal zwei kaufen. Gehen wir ganz super duper mega tuber sicher.
So, und du kriegst auch noch eine Blume geschenkt, dass du uns vielleicht ein bisschen mehr magst, irgendwann mal in absehbarer Zeit. Ja, bitte. Oh, das mag ich, danke schön. Wow! Ja, sich freut wie ein kleines Kind. Stimmt's? Jetzt guckt er wieder voll böse. Naja, irgendwann haben wir ihn soweit. Okay. Alles klar. Dann geht's wieder zurück zur Farm und dann muss ich wirklich mal mein Inventar ein bisschen wieder leer räumen. Das sieht nämlich echt übel aus im Moment. Und dann muss ich überlegen, wie es weitergeht. Oh, heute regnet es ja auch nicht. Das heißt, ich muss eventuell nochmal gießen. Dann alles. Oh mein goodness. So, erstmal hier was reinräumen. Was nehmen wir denn als Lumber? Behalte ich erstmal. Schwarze Äste. Auf jeden Fall. Davon werde ich später noch ganz viele brauchen. Stein kann rein. Kleiner Stein kann rein. Kupfer kann rein. Backstein. Wieso findet man eigentlich mitten in der Natur irgendwo einfach mal einen Backstein liegen? Das ergibt gar keinen Sinn. Na gut. Ich nehme es einfach mal so hin. Okay. Da kommt auch noch einiges rein, schätze ich. Die Sonnenblumen, die ich einfach mal aufheben möchte. Cowtree, Chicken Tree, das sieht gut aus. Kann alles rein, das behalte ich. Vanille, das kann alles rein. So, noch ein Rest auch in den Kühlschrank und dann sind wir auch schon durch. Perfekt. So. Zwiebeln, 8 Stück. Oh Gott. 4 Tomaten. Da kann ich auf jeden Fall schöne Tomaten-Zwiebelsachen kochen. Keine Ahnung was, aber ich werde jetzt irgendwann kochen können. Alles klar. Was gibt's denn noch so? Kartoffelsalat könnte ich theoretisch machen. Ja, ich will... die Sommersalat. Gucken wir mal. Ich gehe erstmal schlafen. Das muss auch mal sein. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, you made Let's Play Harvest Moon. A New Beginning. Bye.